Hallo Leute, ja, in diesem Video soll es gehen um Gustav Radbruch. Eine Zuschauerin hat mich gebeten, ein Video darüber zu machen. Leider hat sie nur gesagt, mach mal bitte ein Video, wenn es geht, über Gustav Radbruch. Ja, das sind so Videowünsche, die kann man schon erfüllen, aber natürlich kann ich kein Video drehen über Gustav Radbruch, denn Gustav Radbruch war einer bedeutendsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts, Reichsjustizminister in der Weimarer Republik und auch in der Bundesrepublik geistig fortwirkend. Über sein Gesamtwerk kann man kein 8-Minuten-Video drehen. Aber ich habe mir etwas ausgesucht aus seinem Gesamtwerk, das am einflussreichsten eigentlich war, nämlich die Radbruchsche Formel. Also Juristen werden das in jedem Fall kennen, für Philosophen ist das auch interessant. Nun, was ist die Radbruchsche Formel? Das ist nur eine These, die hat er im Aufsatz direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben und hat dann große Wirkung gehabt. Natürlich auch sozusagen aus den Erfahrungen gesehen von früher. Nun, was heißt die Radbruchsche Formel? Wenn es darum geht, sozusagen ein Gesetz, positives Recht, gegebenes Recht, geschriebenes Recht zu bewerten, zu interpretieren, sprich als Richter auszulegen auch, da muss man Folgendes beachten. Wenn dieses geschriebene positive Recht, Stichwort Rechtspositivismus, da habe ich ein Video drüber gemacht, das schreibe ich, den Link tue ich nochmal in den Kommentarbereich dieses Videos rein, also bitte auch dieses Video Rechtspositivismus ansehen, das ist ganz wichtig auch. Rechtspositivismus und Naturrecht, der Unterschied. Also wenn dieses positiv geschriebene Recht, das festgelegte Recht, unerträglich ungerecht ist, das heißt, er führt jetzt den Begriff der Gerechtigkeit ein Begriff, der sozusagen noch hinter dem positiven Recht liegt, wenn dieses geschriebene positive Recht unerträglich ungerecht ist und, beziehungsweise oder, es von vornherein dem Gleichheitsprinzip unter den Menschen widerspricht, beziehungsweise von vornherein Gerechtigkeit gar nicht bezweckt wurde mit diesem Gesetz, unter diesen, eins von den beiden Bedingungen, dann sozusagen siegt das Prinzip der Gerechtigkeit über dieses Gesetz. Sprich, ist dieses Gesetz nicht zu beachten. Also wenn man jetzt wirklich ins Praktische runtergebrochen, wenn man, das ist ja auch seine Lehre aus dem Dritten Reich im Grunde von Gustav Radbruch, wenn man in ein Gesetz schreibt, Juden sind keine Menschen und müssen hier irgendwie ihre Rechte verlieren. Juden sind eine andere Rasse und dürfen entrechtet werden, ausgewiesen werden, getötet werden, wie ich immer. Würde man das in ein Gesetz schreiben, dann würde dieses Gesetz von vornherein dem Prinzip der Gerechtigkeit widersprechen und der Gleichheit aller Menschen und wäre nichtig. Müsste man nicht beachten. Könnte man sozusagen dagegen urteilen. Ein Richter könnte dieses Recht nicht ernst nehmen und aufgrund dieses Rechtes urteilen, sondern Recht wäre bedeutungslos. Und das ist im Grunde eine sehr interessante These, deshalb, weil er ja sozusagen etwas in das Recht einführt, der Gustav Radbruch, was ja nicht drinsteht. Man könnte ja sagen, na gut, wenn es geschrieben steht, ja, dann steht es eben geschrieben. Da kann man vielleicht anderer Meinung sein, aber das ist ja nun mal so. Das wäre Rechtspositivismus. Das heißt, das geschriebene Recht gilt, ich weiß ja nicht, welchen Maßstab ich dann sonst noch anlegen soll. Da könnte jeder kommen und sagen, ja, aber das Prinzip ist verletzt und das Prinzip und jenes Prinzip. Und dann würde jeder das Gesetz anzweifeln. Das war die Argumentation des Rechtspositivismus, der sagt, das geschriebene Recht muss eben Vorrang haben. Da sagt Gustav Radbruch, nein, wenn es dieses Prinzip der Gerechtigkeit nicht enthält, und der Gleichheit der Menschen gehört ja auch zum Prinzip Gerechtigkeit dazu, wenn es dieses übergeordnete Prinzip der Gerechtigkeit nicht erfüllt, dann ist dieses Recht
ungültig, dann kann dieses Recht nicht Grundlage richterlicher Entscheidung sein. Dann siegt das Prinzip der Gerechtigkeit über das Gesetz. Also man kann es jetzt beliebig formulieren. Ihr merkt, hier wird ein höherer Maßstab angelegt, der unter dessen Blickwinkel man auf dieses Gesetz drauf sieht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Radbruchsche Formel ging ja auch in die Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland ein. Mehrere höchstrichterliche Entscheidungen beriefen sich ja darauf. Und es entspricht auch dem Grundprinzip des Grundgesetzes. Denn das Grundgesetz ist ja auch ein Gesetz, eine Verfassung, eine Grundlagenordnung, die ja nicht nur einfach formal den Staat ordnet, sondern bestimmte Werte enthält und diese Werte transportiert und ganz hoch setzt. Also eine Werteordnung. Man redet ja auch von der Werteordnung des Grundgesetzes. Und das ist ja etwas Ähnliches, indem man hier auch wieder höhere Werte hat, unter deren Blickwinkel man das Gesetz betrachtet. Also das gilt im Grunde für alle Bereiche. Das ist sozusagen ein Paradigma, ein Musterbeispiel für das Denken in der bundesrepublikanischen Rechtsordnung. Wir haben eben bewusst Abstand genommen vom reinen Rechtspositivismus aus den Erfahrungen des Dritten Reiches und man kann ihm nicht einfach alles in Gesetzesform gießen, sondern es zählt laut der Radbruchschen Formel eben das Prinzip der Gerechtigkeit und der Gleichheit aller Menschen höher. So, ich hoffe, ich habe es jetzt etwas auf verschiedenen Blickwinkeln erklären können, mal so erklärt. Ich denke mal, es ist jetzt auf irgendwelchen Kanälen vielleicht zu euch durchgedrungen, was damit gemeint ist. Im Grunde eine einfache Geschichte, aber mit großer Folgewirkung und mit großem philosophischen Hintergrund. Eine im Grunde sehr radikale Einstellung. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bin offen natürlich für weitere Vorschläge, gerne auch ein bisschen konkreter als mach was bitte zum Philosophen XY, gerne auch mit konkreten Fragen, weil ich dann einfach besser antworten kann. Denn zum Philosophen an sich kann man ja nicht einfach so ein 8-Minuten-Video drehen, da muss ich mir natürlich was aussuchen. Ich freue mich über Likes für das Video, über Abonnements für den Kanal, über die Weiterempfehlung des Kanals und sag einfach bleibt dran, bis zum nächsten Mal.